Ja. Willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Bane holt sich was zu futtern und wir kommen zu Crash-Zeit der ersten Nonnen, die... Boah. So ist der zum Status. Shepard wird immer noch dezenten Kater haben von der Sauftour. Oh ja. Schauen wir mal. Auf jeden Fall lässig aus. Und ist ja der Mako. Hallo! Guten Tag! Ja, der gute alte Mako. Schönes Ding. Jetzt kommt's mal erst. Am Monument platzieren. Ah ja. Das hast du so in der Hosentasche gehabt, das. Ne? Ja, hat er. So. Die hat's drauf, ja. So. Jetzt sollst du noch hier die 20 Doc-Tags finden. Sagen, was so in vielen. Das Jump-Pack wäre hier echt nützlich. Ja, Halleluja, ich will die ganze Zeit hupfen. Mit Zero. Ja, dann schauen wir mal, dass wir da Klumpf finden. Ich meine, es leuchtet manisch raus. Das ist ja schon was Gutes. Ja. Und ich bild mir massiv ein, dass ich gerade die Mission da dezent mit was anderem verwechsel, mit einer anderen Mission. Es gibt ja, ich weiß nicht, ist das im Ansatz, ist das im Zwarer, diese eine Mission, wo ist es die Loyalty vom Jacob, wo du auf diesen Planeten kommst, der so Art paradiesisch ist, wo dieses Stück Scheiße dann so irgendwie die Restcrew übernommen hat? Wo die Pflanzen alle Leute. Ja, irgendwie so, ne? Down, ja, das ist Jacobs Loyalty. Jawohl. Damit habe ich es ein bisschen verwechselt. Yep, hast du. Das war mal eine schöne Brücke, ne? Mhm. Gut. Man da hinten. N7-Helm. Bin doch knuffig. Cool, können wir den gar tragen? Mann, warum sollten wir das tun? Nee, den legst du bei dir in deinen. Auf deine Kommode. Stimmt, das ist ja. Das ist ja wieder so. Aber Element Zero und so einen ganzen Krempel kriegen wir eigentlich gut rein, ja. Okay. Hauptsache, da laufen keine von. Ja, lauft keiner von meinem Team mit immer, ne? Nee. Dabei könnte Garrus doch schön mitlaufen. Ja, eigentlich schon. Und er sich zumindest hier irgendwo hinstellen. Dogtech. Ich finde alle Leute von der alten Crew, die du rekrutiert hast, also Joker zum Beispiel. Ja, die kennen eigentlich alle da mit Oma-Stiefeln unten. Joker, Dr. Chakwas, Garrus, dann später Tali. Ruhig, ganz ruhig. Oh, der Gang. In so einen Joker. Yay, Level Up. Da merkst du, Alter, mal, wenn die ganzen Bilder und so drin sind, da merkst du mal, was damals so für Auflösungsstandard eigentlich Standard war. Ja, Pixel groß wie Klodeckel, ey. Ja gut, ich spiele auf 2K, das war damals nicht einmal angedacht, dass du das so tust. Aber mit dem Alert schaut's echt okay aus. Ja. Man merkt extrem, was gemoddet ist und was nicht, aber... Schon okay. Normandy, ja. SR1. Warum haben sie das drum eigentlich generell SR1 genannt? Wussten die schon, dass... Stealth Reconnaissance. Na, 1. Mir geht's um das die 1. Na. Nicht die Normandy SR1 ist die erste Stealth Reconnaissance 1.
ist genauso wie die amerikanischen Carrier CV-13 Enterprise oder so sind. Okay. Jetzt haben wir es geschafft. Ich kann da raufkommen, ne? Deshalb, die SR-2 ist halt... Das Stealth Reconnaissance 2 ist die Kennnummer. Und so. Aber so wie es ausschaut, sind das ja One-of-a-Kind-Schiffe, also die werden ja nicht serienmäßig gebaut. Es gibt eine zweite Normandy SR-1-Class-Schiff, Fregatte in der Allianz. Ah, das schon, dann schon. Ja. Warte mal, Dark Deck hat er mal gerade angezeigt. Die Frage ist jetzt, wo? Ah. Über den. Wo? Hat da mal ein bisschen anders ausgeschaut? Nicht weiter. Jetzt noch ein bisschen weiter. Das ist ein bisschen verwirrend für dir, das Level für mich gerade. Stiefel noch. Ich meine, versucht den Überblick zu behalten, aber ich stiefel echt ein bisschen kopflos in der Gegend rum. So. Das ist Monument. Da kommt, da will ich rauf. Schauen wir mal, ob wir da raufkommen. Sache ist. Nein. Oh Mann, ey. Jump Pack. Das ist Jump Pack, wenn man es braucht. Mhm. Ist 17 von 20. Nur noch in die Richtung gehen. Wollten wir es eigentlich haben. Mhm. Adam. Das Schiff hat es richtig zerlegt, hä? Der hinterletzte sein müssen. Rap. Gut. Jetzt hast du abgrasen, ne? Armer sicher alle. Da. Ja. Armer alle da hinten raus. Digga. Wo liegt er? Nochmal. Mit Zero. Da war der Schritt. Und da ist er 2. Vielleicht da wäre irgendwo Kisten übersehen, das kann ja noch sein. Paul, warum zickt sie denn eigentlich jedes Mal manisch die Waffen? Das ist halt super, wenn man 8 Sachen auf A-Tasten legt. Ja, Game Designer darf sich da jetzt eigentlich hinstellen und sich die Knackwatschen von mir abholen. Wann steht SOS? Ich glaube, ich bin da noch nicht hingelaufen. Nein. Also, eine weitere Normandy-Class-Fregatte ist die SSV 1 Jalut. Okay. Attacked Batarian Colony World in 2185. Très chic. Und zickt man das irgendwann einmal das drum? Man sieht's nicht, aber es ist glaube ich, irgend so eine... Wahrscheinlich irgendwo referenziert. Irgend so ein Hintergrund-Message, die irgendwann mal durchläuft in Mass Effect 2, denn als Quelle ist Mass Effect 2 gelistet. Na dann. Geht aber mal oben. Boah, die Laufanimationen sind irgendwie, was halt. Man, an sich ist die Animation waldkantiger. Ah, sie passt besser. Als die von dem Spiel ist so viel Jahre später, was gekommen ist. Alter! Die hat mich echt verwöhnt irgendwie, gell? Etherbed. Wenn dass ich da irgendwas liegen lassen hab. Etherbed habe ich nicht alle Einträge gelesen. I would babysit children or anything. Ah, crap. Da. Vielleicht irgendwas. Ah, schlecht aus. Dieses war mindestens die Kassen.
Da. Hab ich schon gesehen. Ich nehme das Talk-Deck mit. Ey. Wir haben alle. Sie sind stolz auf mir. Bane? Was? Was alle? Ich habe jetzt alle. Bist du jetzt stolz auf mir? Gut. Ja. Los unter. Ich bin halt gerade durchgucken. Die bekannten Schiffe der Allianz Navy. Mission Summary. Ja, da hören alle wir. Bei Allianz Navy sind die Namen von allen neuen Dreadnoughts, die die Allianz hat, bekannt. Na dann. Irgendwelche so Rauschstrauch. Gibt's Namen, die richtig rausstechen, oder sind's einfach so irgendwelche Namen? Die Dreadnoughts sind benannt nach Bergen. Zum Beispiel Everest, Kilimanjaro, Fuji. Oh. Okay. Und so. Die Kreuzer sind benannt nach... Die Dreadnoughts sind benannt nach extrem, extrem bekloppten Schiffe, die untergegangen sind. Viribus Unitis, Zent Istvan. Was? Drum immer auf die Österreicher. Das ist so geil. Ja, die Kreuzer sind benannt nach Städten, Budapest, Kairo, Edmonton, London, Neu-Delhi, Manila, Shanghai, Warsaw. Will nichts sagen, die Fregatten sind benannt nach Schlachten, deshalb auch die SSV Normandy, benannt nach dem Battle von Normandy. Mhm. Will nichts sagen, ja, aber die... Hast du Kelly? Sie hat gerade einen coolen Vergleich gerissen, wie man den Mordin beschreiben kann. Er ist wie ein Hamster auf Kaffee. Ja. Irgendwie schon. Ja, wo ist der alte Halm? Da irgendwo die Terrier mal? Sind benannt nach großen Persönlichkeiten. Wissenschaftlern. SSV Einstein, SSV Hawking und SSV Benjamin Davis. Na dann. Named for Benjamin Davis Jr. Ah, nee. Der ist First African American General in. Wir müssen auf jeden Fall einmal mit dem Said reden, mit dem Said und mit der Kasumi müssen wir auch reden. Ja, und wir müssen mit Dr. Chakras reden. Oh ja, die kriegt. Ja, und dem. Das müssen wir ja noch das Trick bringen. Aber kriegen die zwar auch noch was, ne? You're the best, Commander. We just got those FBA couplings installed. Now we only have to calibrate every week instead of every day. We're thinking about celebrating our newfound free time with some Skillion 5. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Come on, kid. Oh yeah. This is so sweet. Oh yeah. Actually, that sounds interesting. Fantastic. I'll get the cards. Nö, das machen wir nicht. Go easy on the new guy. Go easy on the new guy. Ja. Mach go easy on the new guy. A bit rusty. It'll be easy on the rookie, right? Of course, Commander. It's all friendly. Yeah, right. Yeah, right. Okay. Be gentle on the rookie. I can't believe we fell for that. So worth losing to see you taken down a notch. Keep me up my own game. You're all right, Shepard. Nice. Nein. Ja, schauen wir mal. Da unten ist ja dann Wohnraum von Jack. Von Jacqueline. Ja, irgendwie so. Hör auf, das vor allem, wie da schon das Feld mit bereitsteht. Ja, interessant. Hör auf, sie Jacqueline zu nennen. Das ist nicht okay. Da. Hago? Oh. Zieht da nicht dann in Mass Effect 3 die Reporterin ein? Beauty, isn't it? Yeah. Pride that off the Krogan warlord, Kazak. Used to run the blood pack out of Omega about 17 years ago. Yes. Wasn't even a job. The guy just thought he'd hijack a freighter I was hitchhiking on.
big mistake. I goaded Kazak into one-on-one combat, took out his legs, grabbed his gun, and killed every blood-packed bastard in the room. That was the most beaten Krogan I've ever seen. Kept a helmet to remind me of that pained expression. Ich mag Said. Der Typ ist so ihr. Hey, don't touch. That rifle's older than you are. I call it Jesse. That's my lucky child. Der schaut aus. More men have been killed with that gun than died in the Skillion Blitz. The day I laid her to rest was the saddest day of my life. I'd give up every weapon I own for one more mission with that shitty old rifle. Der Typ ist auf der Feinste, was? Und der stalkt alle. Ja. Dann quatsch mal mit ihm persönlich. Thinking about past missions. Ah, noch was. Got a minute. You might learn something. Was vorher noch damit? Garbage Compactor. So. Und jetzt drück. Now. Now we have to airlock this piece of shit. Ich hab mich da mal eine Stunde vorgestellt und keine Ahnung, wie oft das Kind war. Mir war langweilig. Hell of a ship. I led a mission to bring that thing down from the inside with just 5 men and whatever guns we could bring. No chance of success, but we did it. Everyone died but me. So I made out like a bandit. My first impossible mission as an independent contractor. There's been many since, but nothing so goddamn sweet as watching that Turian warship crash planetside. Der Typ ist einfach so badass. Das ist ihr. So you knew Archangel from before. Interesting. Knew a lot of men taking jobs to kill the son of a bitch. I never saw the point. You know, I wanted the same thing. A whole lot of mercs dead. Hell of a sniper. He kept himself alive with all the mercs in Omega after him. That ain't easy. I was trying to remember how many Cerberus operatives I've killed. Lost track around 50. Guess you're elusive man's big on forgiveness. Ja, kann man so sagen. I should let you go. Talk more later, Shepard. Okay. Wie war das, du denkst, Shepard ist badass und dann triffst du Said? Du glaubst, so Grunt ist badass und dann triffst du Said. Alter! Typ geht her und reißt einfach mal das Hirn weg. Ja. Und redet dann noch irgendwas von wegen, Fahrt irgendwie, haben wir schon gemacht, bin der, done that. Wobei dort jetzt auf dem Crewdeck eine Sache fehlt, die dann in Mass Effect 3 da heißt. Ja, war da nicht dann hinten da noch so eine Art Hommelblau-Deck? Hier die Observation-Decks, die gab's auch in Mass Effect 2. Ah, na, stimmt, ja. Er hat gesagt, da hat sich jemand. Er hat gesagt, da hat sich jemand häuslich eingerichtet. Ja, du kannst ja mal die ganze das Sache. Das Hässliches. I stole that on a dare, believe it or not. There was a big museum show coming to Ilium. Artifacts from Earth going on tour. Very high security. KG dared me to steal this. So I broke in, hacked security, put a few guards to sleep, and replaced the piece with a worthless duplicate. They never knew the difference. My first museum job. Nowhere near the last. Ich mag einfach Kazum. That used to be my calling card when I first started out. In place of whatever I took, I left a single red rose. It wasn't until I met Katie that I realized how silly it was. He had a way of making you realize when you were just being sentimental. Hold on. That's my favorite piece, painted for me by a child prodigy from Elysium. She was the cutest thing. She was kidnapped by slavers who hoped to sell her on Omega. I wasn't about to let that happen. I set up an idea as a buyer's rep to get a special tour of the slaver's vessel. Once aboard, I freed the girl and smuggled her off the ship. She painted that for me on the way home. I'll never forget how it felt to watch her work. Ja, la. Das Ding ist wohl Assault-Teil, ne? Zechenprobe. Warte mal. Oh. Ja, während Combat. Oh. Oh. Kann das einen ganzen Tag machen. Don't laugh, I like those books.
romance novels, crime novels, the classics. There's something about the feel of actual paper. Ja, zweimal. Okay, das ist original ab. It's relaxing. KG used to find books for me while on the job. Das ist original. Eine Buchreihe. Viermal kopiert. Ungefähr. Viermal kopiert. Alter. Mhm. Seriously? Naja, wenigstens haben sie die Größe ein bisschen geändert, damit es einem nicht sofort auffällt. Schafft. 943. Jatsch. People are talking out there. And I hear it all. I really appreciate your help with the Hawk heist. I know why we had to destroy Keiji's gray box, but it doesn't make it any easier. I usually travel hidden away in cargo bays. It's nice to be able to look out a window for a change. Mess Sergeant Gardner might just be an evil genius. Emphasis on the evil. People think he's a bad cook on purpose, like he's trying to teach them a lesson. I think his ramen is okay, but it's really hard to ruin ramen. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Ja. Da, denn. Habt ihr was besorgt? Commander, ah, ja. Those provisions you provided were perfect. I owe you. I've already thrown together some of my calamari gumbo. Here, try a bite. Klar. Creepy McRae face. Based on an Asari recipe. Seems a little cannibalistic to me with their tentacle heads and all, but they ain't no good grub. Anyway, thanks again. You're really Boah, du kriegst 40 GP fürs Kosten. So wie der Lissi, der Sondererfahrung in Toughness kriegt, Alter, wenn er die ganzen Sachen, die ich koche, zusammen isst. Commander, what can I do for you? So geil! Do you have a minute, Miranda? We've got a lot of questions. Cerberus isn't as evil as most people believe. If I can help allay any of your concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? Tell me about yourself, Miranda. Well, I guess that's fair. I've spent the last 2 years learning everything there is to know about you. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the elusive man handpicked me. I'm very good at just about anything I choose to do. Yeah. What level of genetic modification are we talking about? That's very thorough. Physically, I'm superior in many ways. I heal quickly, and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic abilities are also very advanced. For a human. Add to that some of the best training and education money can buy, and... Well, it's pretty impressive, really. It sounds like you were designed to be perfect. Ja, mehr oder weniger. But I'm not. I'm still human, Shepard. I make mistakes like everyone else. And when I do, the consequences are severe. Everyone expects a lot from someone with my abilities. Yeah. Certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. Thanks for the information, Miranda. Boah, Alter, voll personal. Alter Schwede, das ist förmlich gewesen. Noch mit Regen wegen Normandy Upgrades. Boah. Alter Schwede. Ich hab hier was mitgebracht. Alkohol. I have a present for you, Doc. Sarah's ice brandy. You didn't. Thank you. Das smiled all. I always regretted not opening that original bottle when I still could. I won't make the same mistake again. Why don't we open this bottle Alter, right here? Sauftu right zu Sauftu. You and me. Ja, das ist An W20. Saufen. Warte mal. An W20. Bei Ans und zwar sauf ich nicht. 16. You crack open the bottle. I'll get the glasses. Smile. I thought Alenko's biotic display might have broken Jenkins' back, but Jenkins pops up and yells, "That was awesome!" Oh, Jenkins. Soldiers like him make the Alliance great. Cerberus lacks the Levi Jenkins! Mm. Did
Jenkins, to Presley, and to Williams. May they never be forgotten. Das Klump ist... Der schaut durchs Fenster zu. Das ist super geil. Boy, der Brandy hat's in sich. Wieso? Du bist doch schon wieder nüchtern. Ja. Oh, halbwegs. Halbwegs. Yo, Nigga. Need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? No. Calibrations. Normandy upgrades. Have you got any upgrade ideas for the Normandy's weapon systems? A few, yeah. Here, take a look. Ship enhancements. Ship enhancement. Medbay upgrade. Ah, das ist das für die Gesichtskast, aber Cannon. Nice. Ich finde es so geil am Ende dann, wenn du halt durchschwebst und dir halt so dieses, oh, Gott sei Dank haben wir dieses Upgrade. Passt. Oh, ja. Gott sei Dank haben wir dieses Upgrade. Passt. Miranda noch wegen ihrem Upgrade? Ah, echt? Miranda fährt ab. Ist das sicher? Schauen wir mal. Jeder Charakter hat Upgrade oder Shifts-Upgrade, außer den DLC-Charaktern. Vollkommen richtig. Have you got any ideas for potential upgrades we could make? A few ideas, yeah. Here, take a look. Und das ist... Ah, doppelt so viele Probe-Drones. Okay. Du kannst Uranus noch mehr... Jawohl! So soll das sein. Dann... Warte? Ja. Und Jacob auch noch. Und dann... Wollen wir mal weiterhin schwärmen. Yo, servus. Commander, can I help you with something? Any thoughts on how to prepare against the Collectors? They specced this ship to the original Normandy, but you were there. The Collectors cut her like butter. This armor just isn't top of the line anymore. People will die if we don't upgrade. Alliance had some new toys in secret dev before I left. Überlegen, es ist Jack, die wahrscheinlich died. Aber Jack oder Thane dein? Ja, was sind Reaktortreffen? Ist es aber gleich. Was immer gerade. Nee. Die Armor schützt das Schiff und wenn die Armor nicht installiert ist, fällt ein Träger auf einen von denen runter. Stimmt, ja. Das mit Reaktor ist Special Reactor Shielding oder waren es Kinetic Barriers? Irgendwie so. Any ideas on other ways to prepare for the Collectors? Ideas, yes. Expensive, but possibly valuable. Can show you. Da. Prototypes. Ja. Boah, den Omnitool. Omnitool, was womit er mehr Damage macht. Attack Damage. Du hast genug Element Zero. Ich hab den Scheiß. So. Ben. Bin dir natürlich vollstufen. Macht aber nichts. Gut, dann haben wir ja eigentlich alle durch. Hast du eigentlich schon Fische angeschafft? Ja, und gefüttert. Beben wir mal da raus. Na komm. Große Frage ist, was machen wir jetzt als nächstes? Jack oder Grunt? Die Frage. Naja, Dings war hat mir fast lieber, aber hilft nichts. Ja, nehmen wir uns. Wir könnten dann mit Grunt bei der Jack-Enden marschieren, das machen wir. Insofern, Mankogana. Der Earthnot-Clan. Na denn? Land. Bane, we have to land. Oh. Dam. Wir nehmen mit einem Martin. Über den angeschossenen Garrus. Wir sind nicht ansatzweise. Ich finde es einfach so. Hm? Ich
finde es einfach so witzig in Mass Effect, wie die Charaktere, die man, wenn man der Story, annähernd folgt und sich nicht hercheatet, man sie zu bestimmten Zeitpunkten noch nicht haben kann auf bestimmten Missionen. Wie zum Beispiel Tali und Legion. Kann man im Normalfall nicht auf manche frühen Missionen mitnehmen, aber sie haben trotzdem einen Unique Dialog dafür. Ja, das ist interessant, ja. Na denn? Weil du kommst an auf dem Planeten. Devil-Kampf. Da. Lookout Position. Equipped for combat. Das Einzige, was fehlt, ist, die Charaktere auf ihre eigene Recruiting-Mission mitzunehmen. Ja, irgendwie schon. Da gibt's keinen Dialog. Das wäre irgendwie ein bisschen bekloppt, ja. Aber es geht. Shit. Will man halt. Won't stop bleeding. Glaube ich jedenfalls. Son of a bitch. Keine Ahnung, habe ich noch nie ausprobiert. I knew it wasn't Berserkers. Not at range. You're Mercs or Alliance. I'm not telling you anything. You're not in the best bargaining position. War echt. I'm looking for a Krogan named Okir. Pfosten. Who? You already know more than I do. I just kill Krogan. The old one in the lab dumps crazy ones down here all the time. Jador hired him to make her an army, but the Krogan he creates are insane. Wieder Morden dastehen. For live ammo training. Interesting. Oh, crap. Information. We'll analyze. Goddamn bleed out. Outpost 4, Jador wants us to move. We need coordinates on that Krogan pack. You heard the man on the radio. He needs direction. I don't have the info they want. You showed up before I could get my normal sightings. You have other problems. Patrol, pack sighting east of station 2. Yeah. Copy, east of 2. Bitch, they'll run blind in the völlig überzeugend. Oh. If you start limping now, you might find a shady spot before you bleed out. Shit. Oh, shit. Oh. Adding insult to injury, literally. Necessary. Maybe not. It felt good though. Come on. Adding insult to injury, literally. Oh. Alter! Na, und machen fertig! Alter, ist ja. Das geil! Stay sharp. Diese Ulla Fans, du hör! Adding insult to injury, really. Ja. Ja, der war schon nice. Das einzige mit Morden ist, ihr doch. Er ist, glaube ich, der schwächste Charakter im Kampf. Naja, im Kampf. Obwohl, so schwach ist er nicht. Oh, ist im Verhältnis. Im Vergleich. Im Verhältnis mit all den anderen. Ja, das stimmt schon. Aber gut, macht das Sinn. Jetzt nicht unbedingt der Krieger-Typ. Er ist wach, aber nicht ganz wach. Oh crap. Sag mal, bist du schon wieder am fast sterben? Nein. Wie doch nicht. Firing a high impact shot. Du bist zu casual für den casual mode. Aber auf zum Zulern. Das ist mein Job. Läuft. Mir leid, ich muss halt Insult zu Injury erinnern. Aber es ist also literally. But necessary? Was it necessary? No, but it felt good. Ja. Das ist auch so eine wirkliche Shepard-Antwort. Nope. Denke ich schon, ja. Aber ich kann mal gar nicht anschauen, mein Kollege. Oh. Nice. Guten Tag. Stimmt, den wollen wir eigentlich nicht anschießen, ne? Ja, den, You are different. New.
Kurgane, die dich auf die schießen, willst du nicht umbringen. Seven night cycles, and I have felt only the need to kill. But you, something makes me speak. Night cycles, 7 days. Nice. They must breed them full size, ready to kill. Not much improvement over regular mercs if they need training. Bred to kill? No, I kill because my blood and bone tell me to. But it's not why I was flushed from Glass Mother. Survival is what I hear in my head. Against the enemy that threatens all my kind. But I failed, even before waking. That is what the voice in the water said. That is why I wait here. Show me the laboratory. I need to speak with Okir. The Glass Mother. She is up past the broken parts. Hauptsache kann reden. Many of you fleshy things. I will show you. Glad he's friendly. Ja, irgendwie schon. You fleshy things are slow when big things are in your way. Can you show us Meat the way? Back. Help us fight to the lab. No. A Krogan refusing to fight? I will fight if they come, but I feel it deep that I must wait. I kill, but only here. I am not perfect, but I have purpose. I must wait until called, released. Dem gepanzerten Minischwanz, den sie haben. Stay short. Hat irgendwie interessanteres. Tod. Get ready to fight. Danke, Captain Obvious. Steppert, der noch. Also, der Kill war jetzt, glaube ich, die Definition von umgeschnitten her. Und so vom Zeitenwart. Bums und tschüss. Kämpft sich aber ganz entspannt eigentlich gegen die. Weil die halt durchlaufen, ne? Ist Martin. Ja, wir kommen der Anlage näher. Und ein Heck. Schafft. Joa. Läuft blöd, ne? I'll take it. A Barrel. Trouble ahead. Jupp, das war die beste Deckung ever. Au. Da, aber jetzt. Okay, das wäre gelöst, das Problem da. Morning charged erst einmal vor, jawohl. Platz der Forscher. Oh.
Auch schon. Sehr schön. Gary ist der Einzige, der wirklich eine Long-Range-Waffe hat und da eine Sniper hat. Charge! Ja, was der... Charge um des Charges willen. Schon. Wenn man dem Tank näher. Mhm. Im Labor. Ja, geh doch in Deckung, du doofe Schickse, ey. Oh, jetzt was umgelegt. Nice. Sollten eigentlich auch mal alle gewesen sein. Ja. Himmel! Rip! Dieser Scheiß, dass du bei Kanten hängen bleibst. Ah! You suck. You're ja. Too casual. Ah. Lass mich. Sind wir hängen geblieben? Schauen wir mal. Das geht. Der Rücksatzpunkt ist okay. Na denn. Nächste weg. Na doch. Jetzt haben wir. Ja, schon wieder Monster Sander, boah. Da bist du schon wieder tot? Nein. Ah. Los, du schaffst das. Läuft. Voll, Thermal Clips. Was hätte jetzt Factorianer umgeschnitten? Weißt du nicht, was da Garrus da getan hat? Aber. Should burn nicely. Tapen nochmal zusammen, ne? Nice. Geht doch. Orangt. Jedes Mal, wenn du Power Cells findest, der bist du sofort paranoid. Hä? Hä? Hm, großer Gegner? Wo sind die Gegner? Wo sind die schweren Waffen? Ark. Yay, nochmal 4000. Nehmen wir das und dann nehmen wir irgendwas mit voll weißem Zeug. Nehmen wir das. Rift. Geht immer noch auf. Da. Ist das Suda von irgendeinem Commander?
Da. Die ist sogar relativ genau und ruhig eigentlich, die Waffen. Was zum? Ja, die war dann ein bisschen. Na gut. Morgen sollten wir es aber schaffen. Bis dann, Leute. Ciao. Wiedersehen.